da bin ich mit meinem Let's Play Remember Me. Ich bin's, eure Bum 36 und nun geht es hier weiter. Drücken Sie Start. Überprüfe herunterladbare Inhalte. Nillen Ego Raum. 84%. Ich möchte jetzt nur kurz schauen, was passiert, wenn ich es nochmal lade. Ob ich dann nochmal gegen den... Ah, Geschichte erneut spielen. Aber ein Schuss ist nur ein, und zwar das sind die Extras. Die mir zwischendrin freigespalt gedingst haben. Artworks. Freigeschaltet haben. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Okay, muss ich jetzt jedes Bild einzeln anklicken, oder was? Ah, nee, muss ich nicht. Ich kann mit R1 und R1 weitergehen, okay. Okay, ich muss doch jedes einzelne anklicken. So, dann machen wir jetzt einfach schnell Durchlauf. Schön. Ja. Okay. Jupp. Ah, da ist sogar Nilly mit drauf. Was ist das? Ah ja, das ist wahrscheinlich das... der. Da wollte gerade sagen, da habe ich nichts. Von wegen habe ich nichts. Der Würfel, den wir jetzt am Ende besiegt haben. Die Roboter. Nein, nicht nochmal die Roboter. Das Einkaufszentrum. Die eine Stadt da. Ja, die Stadt von oben. Der Schauplatz. Auch wieder so ein Stadtplatz. Wie viele gibt's denn da? Okay. Set Patch. Ja, ja. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Die Gesundheit-Animation, das war die beste, aber dass man es nie von vorne gesehen hat, war echt schade. Wunderschön. Ja, und noch mehr Artworks. Ah ja, das waren die Roboter, die ich gegen dich gekämpft habe, die ich so gehasst habe. Oh ja, immer noch ein bisschen mehr. Ja. Okay. Alles klar. Das war wahrscheinlich der Slum. Und da sieht man mal, wie man, was man sich alles für Mühe gemacht hat, um das zu malen. Diese Erinnerung war auch ja damals interessant, ne? Mit dem Ehemann, der sich dann selbst erschossen hat. Obwohl die Frau ihm nochmal vergeben wollte. Nur weil wir dafür gesorgt haben. Ah ja. Da kommen Erinnerungen auf. Ja, ich werde euch hier alle Zeiten zeigen. Vielleicht habe ich auch nicht alle, kann sein, wenn ich alles gefunden habe. Ich habe ja schließlich nicht 100% Scanning. Ja, das war so dieser seltsame Raum. Da hat es geregnet. Hat es auch nicht die meiste Zeit irgendwie geregnet? Ich weiß es nicht, aber es gab auch manchmal Momente, da war es richtig dunkel. Der blöde Hubschrauber da, mit dem er mich damals verfolgt hat. Alles klar.
Ja, das sieht seltsam aus. Weil es vielleicht schwarz und weiß ist. Nein, Spaß. Okay. Ja, die Roboter waren wirklich schon interessant, ne? Der verrückte Professor, der den Leaper wieder Leben einhauchen wollte. Alles ziemlich interessant. Yay. Okay. Mhm. Your bird is ready. Alles klar. Jetzt sind wir ja gleich bei der letzten Seite. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. So wäre wahrscheinlich meine Gesundheit fertig ausgesehen, wenn ich alle Tap-Puts gefunden hätte und alles. Und alle Fokus-Boosts wahrscheinlich genauso. Das Weiße für den Fokus-Boost, das Gelbe für meine Gesundheit. Ja, wäre interessant gewesen. So. Okay. Seltsam. Oh, ich habe sogar alle Bilder. Okay, gut. Die Frage ist jetzt nur, gibt es da noch mehr Seiten? Aber ich teile ja das Video so, dass es passt. Und dann passt das doch schon. Ja, das war dieser komische, mysteriöse Eingang von Caesar. Ja, unser Vater. Der Eingang zu Edge. Zu H3O. Okay, das haben wir jetzt alles gesehen. 3D-Galerie. Okay. Aber ist ein bisschen schneller. Gute Idee. Kopf weh, Tommy. Heranzoomen, hereinzoomen. Nee, brauche ich nicht. Dieser eine blöde Typ, der meinte, gegen uns kämpfen zu müssen in seiner Show. Er ist ja so toll. Ah, oh, der hat mich am meisten genervt. Aber der hatte auch ganz schön was drauf. Oh ja, das war unser erster Roboterkampf. Boah, das sieht ja richtig genial aus, oder? Wenn jetzt die Schrift da unten weg wäre, wäre das cool. So, was ist das jetzt? Ah, das ist der Typ, der... Dieser... von Olga. Der Frank oder so. Der Ehemann. Den wir ja verändert haben in der... In der Erinnerung, dass er vom Arzt getötet wird. Der komische Hubschrauber. Total zerstört. Was ist das? Ah ja, alles klar. Der verrückte Leaper, der uns damals die Erinnerung gegeben hat, damit wir wieder reinkommen. Der Angst hat, dass wir ihm sein ganzes Gedächtnis löschen. Und am Ende wurde er dann zum richtigen Leaper. Olga mit ihrem Hubschrauber. Hier sehen wir sie ein letztes Mal, wie sie da so anmutig steht. Näher ran können wir nicht. Wir als Kleinkind mit unserem Spielzeug. Und den Erwachsenen in einer komischen Pose. Aber genial.
Aha, hier fehlen noch einige. Ja, ich bin schlecht. So, Knutschi, Knutschi, Knutschi. Die kenne ich jetzt gar nicht. Egal. Was ist das? Ach, jetzt hier, das ist der andere Roboter, den ich auch besiegt habe. Der mich genauso genervt hat. Wie sein Kollege vor ihm. Und das ist... Edge. Der verrückte Kerl, der uns alles veranlasst hat zu tun, was wir nicht tun wollten. Wollen wir ein bisschen heranzoomen? Also ich kann nur auf die Mitte heranzoomen, oder wie? Ah nee, ich kann sogar auf das Gesicht heranzoomen. Die Augen, der Wahnsinn, oder? Ah, ich hab's gehabt, doch noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, es zieht sich jetzt alles in die Länge. Ist mir jetzt auch egal. Oh ja, diese Gegner mit dem Schild, die waren schon eine Sache für sich. Und was ist das jetzt? Ah, okay. Wieso leuchten deine Hände so? Sieht auf jeden Fall seltsam aus. Okay. Vielleicht waren das die ganzen Menschen-Sachen, die man gelesen haben. Diese fliegende Viecher. Oh, hier haben wir schon ein bisschen mehr. Das waren wahrscheinlich die Personen, die mir gelesen haben. Ah, Olga, okay. Wieder Olga. Wie sie uns angegriffen hat mit ihrem Schwert. Bereit, uns jeden Moment zu töten. Ein besoffener Polizist auf jeden Fall. Interessant. Nein, das war der Typ da, der sich selbst erschossen hat, wenn wir ihm ja die Erinnerung verändert haben, dass seine Frau, dass er seine Frau getötet hat. Unsere Mutter. Jetzt kann ich mir das mal ansehen. Was ist das? Ist das so Art Haare oder was soll das darstellen? Ich schätze mal, ja, die einzigen Haare, die hier geblieben sind von unserem Autounfall. Und das Bein. Schauen wir uns auch gleich genauer an. Oh ja. Unser Vater. Im Endeffekt, er sah kerngesund aus, ne? Das Einzige, was er hatte, eine blöde, bescheuerte Idee. Und vor allem seine Handschuhe sehen voll interessant aus, finde ich. So, haben wir noch ein bisschen was? Ja, zwei Sachen habe ich noch. Oh ja, die Drohnen bei der Arbeit. Die haben mich am meisten genervt. Auf ihre ganz gewisse Art und Weise. Und wer auch immer dieser komische Typ hier ist, steht ja kein Name dran. So. So, jetzt haben wir uns das auch alles angesehen. Trophäen. Schließen Sie Episode 0 ab. Des Totenmanns Kiste.
Geschmiedenes Bündnis. Schließen Sie Episode 1 ab. Schließen Sie Episode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schließen Sie das Spiel im Script-Kiddy-Modus ab. Ja, im Mittelmodus, ne? Schließen Sie das Spiel im Juristen-Agent-Modus ab. Also es ist das einfach... Ah, okay. Ich habe gleich, weil ich gleich den anderen Schwierigkeitsgrad genommen habe. Okay. Gedächtnis. Jäger-Elite. Spielgedächtnisjäger... Ja, aktuell ist das der schwerste Modus. Verwenden Sie 17 Impressum mindestens einmal in Ihrem in Ihren Kombos. Okay. Rossin Frieden. Zerstören Sie den Zorn, der Sie im Prolog verfolgt hat. Ja, den habe ich gemacht. Das war dieser eine, wo durchs Fenster man gesehen hat. Besiegen Sie Kid X in weniger als 5 Minuten? Oh Gott. Besiegen Sie Madame, ohne einen ihrer Klone zu treffen. Aha! Vernichten Sie H3O. Ja, habe ich. Besiegen Sie einen Reuer, ohne seine Handlungen besiegen zu... Handlanger zu besiegen. Okay. Besiegen Sie einen Zorn in weniger als 120 Sekunden. Weichen Sie 5-mal in Folge einem anstürmenden Reise aus. Bringen Sie 50 Liebe dazu, von Mauern zu fallen. Ja, okay, das sind also wieder so schöne Erinnerungen, Sachen. Besiegen Sie 15 Bürger, ohne das Sensendos zu verwenden. Zerstören Sie 20 Schilder der schweren Entforns. Okay. Treffen Sie 5 Gegner auf einmal mit einer Logibombe, während sie durch Sensendos betäubt sind. Treffen Sie 14 Mal während der Sensenraserei. Das habe ich ja geschafft. Verwenden Sie das Sensen-RIP, um Roboter dazu zu bringen, 20 menschliche Gegner niederzuschlagen. Besiegen Sie 15 Inforens mit dem Spammer. Besiegen die 15 Gegner, indem Sie sie dazu bringen, von einer Plattform zu fallen. Yay. Besiegen Sie 400 Gegner. Besiegen Sie 20 Roboter. Finden Sie 40 8-Schritt-Kombos aus. Das war scheiße. Die ganzen unterschiedlichen Kombos da. Lösen Sie 2-mal Logikbomben in weniger als 15 Sekunden aus. Besiegen Sie 5 Elite-Informants, ohne Kombos oder Spammerangriff zu verwenden. Überleben Sie den Angriff Licking-Brain-Angriff, ohne eine Kraft- und Regen-Impressions zu nutzen. Setzen Sie 10 Kombos ein, die alle 4 Arten von Impressions verbinden. Remixen Sie Olga, remixen Sie Floran, remixen Sie Celia, remixen Sie Charles. Gelangen Sie zu allen Erinnerungsfehlern in allen Erinnerungsmixen. Okay. Finden und aktivieren Sie alle Interaktionen in allen Erinnerungsremixen. Ja, toll. Was? Ah, okay, das weiß man gar nicht. Finden Sie alle Sidequest-Maps, finden Sie alle Patches, finden Sie alle Fokus-Boosts. Finden Sie einen Menschen-Notizen. Werden Sie während des Spiels auf beliebige Schwierigkeit 5-mal von einer Drohne getroffen? Ja, wurde ich. Finden Sie Ihren ersten Erinnerungsraub an Bad Quest durch. Okay, das waren jetzt auch alle Trophäen. Die Mirkelwirkel, die haben wir ja gerade gesehen in den wunderschönen Credits. Und jetzt würde ich eins noch machen. Und zwar nochmal neu starten und zu sehen, was mir neu bleibt. Und das heißt, ich werde ganz kurz den Mund halten, damit ich die erste Cutscene habe. Beim erneuten Spielen der Geschichte geben Gegner keine PMP mehr. Sie erhalten noch PMP für 6-Schritt-Kombos und durch das Aufspüren von Scar-Matches. Ah, okay. Gut. Ich weiß, die Gedächtnisjäger, aber das andere habe ich ja schon in Erinnerung bekommen. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag
unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier. Und hier. Hausgedächtnis gelöscht. Sensen erwartet neue Gedächtnisdaten. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Sinn.
Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Nillen, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nillen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Lass mich nicht allein. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist. Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Jetzt sind sie aufgewacht. Nillen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Die Tür. Geh drunter durch. Schnell! Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. Zwangssicherungseinheit entsandt. Von dir. Nimm sie! Steh auf! Du musst weiter! Schnell in eine Kiste. Mach! Nillen, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort! Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich grad, Bruder. Und jetzt liege ich in einem Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja,
Du warst Gedächtnisjägerin, Millen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Erroristin, wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Bruder, am Leben? Schwester? Wie wär's mit Freund? Ich bin keiner von euch, hm? Deswegen? Die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions. Wie es aussieht, habe ich noch die ganze Gesundheit und die ganzen Patches noch und die Angriffe sind auch noch so eingestellt, wie ich es eingestellt habe. Combo Lab? Ja, wie ich es eingestellt habe. Und ich habe einen neuen Schlüssel. Dann tun wir doch mal das entschlüsseln. Und setzen das hier ein. Setzen die Gesundheit da ein. Dann setzen wir das da ein, einfach weil wir es können. Und im Endeffekt kann ich das noch das hier einsetzen. Und das hier. Dann wird die Kombo auch komplett. So, dann schauen wir nochmal kurz ins Tagebuch rein. Ah, die ganzen Menschen-Sachen habe ich alle noch. Wow. Okay. Oh!
Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die terroristische Sache. Wer ist da? Gut, dann hätte ich gesagt, Leute, zurück zum Hauptmenü. Und dann hätte ich gesagt, das war mein Let's Play zu Remember Me. Und wenn ihr dann ein bisschen länger wartet bei diesem Startbildschirm, dann kommt dann noch so eine Einleitung, so ein Trailer sozusagen, ne? Okay, ich würde sagen, dass wir sehen uns bei meinem nächsten Let's Play auf Nie vergessen.